Herzlich willkommen endlich mal wieder zu einer neuen Folge meines Podcasts Im Gespräch, dem ersten im Jahr 2022. Ich freue mich sehr. Ich habe heute auch wieder einen tollen Gast bei mir. Luise Ritter ist heute bei mir. Guten Morgen. Guten Morgen. Luise, du hast ein Thema mitgebracht, was ich habe noch mal drüber nachgedacht, was mir eigentlich total häufig begegnet, was ich aber tatsächlich gar nicht so wirklich auf dem Schirm hatte, was aber natürlich total spannend ist, nämlich Coaching in Familienunternehmen. Genau. Warum, Luise, hast du dich für dieses Thema entschieden? Ja, das ist lustig, dass du sagst, das kommt dir so häufig, weil ich habe noch mal tatsächlich auf die Statistik geguckt und es sind 90% aller Unternehmen in Deutschland sind tatsächlich familienkontrollierte Unternehmen. Und das ist einem ja häufig gar nicht so bewusst, weil einige dieser Unternehmen ja so groß sind, dass sie einfach nur so als Konzern irgendwie strahlen. Und deswegen, ja, das wundert mich gar nicht, dass dir das so häufig tatsächlich vorkommt. Also ich persönlich glaube an Familienunternehmen. Ich komme selbst aus einem Familienunternehmen original. Und ich durfte da einfach auch ja, so diese wunderbare, vertrauensvolle, erfolgreiche Zusammenarbeit erleben, wie das vielleicht nur in Familienunternehmen sein kann. Aber es kommen natürlich auch häufig Konflikte, die es vielleicht auch nur in Familienunternehmen so gibt. Und ja, manchmal häufig. Meistens ist so Privates vom Beruflichen eigentlich gar nicht so gut zu trennen mehr. Und ich habe einfach bei uns im Unternehmen festgestellt, dass uns ein Impuls von außen tatsächlich sehr gut getan hätte. Und ja, ich habe mir, glaube ich, so ein bisschen zur Aufgabe gemacht, dieser Impuls von außen für andere Familien und Familienunternehmen zu sein. Ja, also finde ich total sinnvoll. Ein Impuls von außen kann nie schaden. Ich glaube, gerade in diesem Spannungsfeld Unternehmen, also Business und Familie, das sind ja für sich schon zwei echt herausfordernde Themen, die beiden noch zusammen. Du hast jetzt gesagt, du hast da schöne Erfahrungen gemacht, du hast erlebt, wie das gut laufen kann. Jetzt kann ich mir vorstellen, oder man weiß es ja, es kann natürlich auch grandios schlecht laufen, ne? Wenn sich gerade diese beiden Herausforderungen Familie und Business potenzieren und zwar nicht unbedingt in einer fruchtbaren Art und Weise, sondern eher in einer destruktiven. Was würdest du denn sagen, auch aus deiner eigenen Erfahrung vielleicht, du sagst, du kommst selber aus einem Familienunternehmen, was sind so die Hauptthemen, die dir in diesem Bereich begegnen? Ja, also das eine, glaube sehr große Thema ist die Kommunikation. Es ist ja tatsächlich einfach so, die Kommunikation in einer Familie, die ist häufig ja ein bisschen buschiger, häufig auch ein bisschen emotionaler. Man ist manchmal nicht so sachlich, so wie das vielleicht in Nicht-Familienteams eher vorkommt. Und die Kommunikation miteinander ist schon ein Thema, was ich auch gerade, also ich habe gerade diese Woche tatsächlich mit jemand anderes noch darüber gesprochen und er sagte auch, das ist so schwer, weil man sich halt auch so gut kennt. Aber weil man sich halt auch so gut kennt, tut es ja trotzdem manchmal weh, wie dann mit einem umgegangen wird. Also Vielleicht Kommunikation. sogar noch mehr, oder? Ja, vielleicht sogar noch mehr, genau. Also Kommunikation ist ein großes Thema. Was immer wieder ein Thema ist, ist das große Thema des Generationswechsels. Das sind ja auch Dinge, die, wenn jetzt nicht gerade die geschäftsführende Partei, ich sage jetzt mal, ich weiß nicht, plötzlich erkrankt oder wenn man es jetzt mal ganz drastisch sieht, plötzlich verstirbt, sodass man dann diesen Wechsel oder diese Übernahme sehr schnell machen muss. Dauert ja so ein Generationswechsel auch gut zwischen 3 und 10 Jahren häufig. Also das ist ja ein sehr langer Prozess. Und das fällt in Familien häufig sehr schwer oder in Familienunternehmen. Ich glaube, noch ein Thema ist, und das kommt häufig eher von den Nachfolgern tatsächlich, als von den, ich sage jetzt mal, amtierenden Geschäftsführern, ist das Rollenverständnis und die Aufgabenverteilung.
Das mag sein, dass das gerade in größeren Unternehmen ein bisschen einfacher ist, weil vielleicht Positionen genauer definiert sind. Es gibt vielleicht mehr Abteilungen, wo dann ja, praktisch Vorgesetzte oder Teamleiter sind. In kleineren Unternehmen ist das häufig so ein bisschen verschwommen. Und das ist eine Herausforderung, weil man natürlich häufig so in so eine Situation kommt, da soll man dann Verantwortung übernehmen, aber so 2 Tage später dann wieder nicht. Und dieses Rollenverständnis und die genaue Aufgabenverteilung, die Anerkennung der Kompetenzen, gerade bei den Nachfolgern, das ist auch tatsächlich immer wieder ein Thema. Ja. Und das, was du gerade angesprochen hast, also da habe ich tatsächlich auch schon häufiger mit dem Einzelcoaching zu tun gehabt. Mhm. Stichwort Generationenwechsel, Unternehmensnachfolge. Mhm. Ich finde es immer interessant, bei unterschiedlichsten Klienten und Klientinnen, die dann zu mir kommen, die in so einer Situation sind, dass sie die Nachfolge eines Unternehmens, egal wie groß das jetzt ist, übernehmen sollen. Manche wollen das auch unbedingt und manche fühlen sich eher so aus Loyalität dazu verpflichtet, trauen sich aber auch nicht, sich davon abzugrenzen oder gegebenenfalls auch zu sagen, ich möchte das nicht, weil das natürlich, da kommt die Familie wieder ins Spiel, das ist natürlich ein Riesenthema. Und was mir auch häufig aufgefallen ist, dass es sehr interessant ist, dass ja manche Nachfolger oder nachfolgenden Generationen so das Bestreben haben, nach Möglichkeit alles so zu lassen, wie es ist. Mhm. Auch natürlich aus Tradition, aus Loyalität heraus. Und manche sagen ja, wir möchten es jetzt anders machen. Wir wollen alte Zöpfe abschneiden, wir wollen nach vorne gucken. Ja. Wir sehen, dass sich Parameter geändert haben, da wollen wir drauf reagieren, ob das jetzt in Richtung Nachhaltigkeit oder was auch immer ist. Und Digitalisierung ist ein Riesenthema. Zum Beispiel, genau. Und dass die dann ja sich natürlich auch dann großen Konflikten manchmal ausgesetzt sehen, weil vielleicht derjenige, der aktuell noch Unternehmensleiter ist, sagt, nein, ich habe das aufgebaut und ich möchte, dass du das in meinem Sinne, das ist ja häufig so, in meinem Sinne weiterführst und dass da natürlich sowohl innere als auch äußere Konflikte sehr, sehr stark auftreten können. Ja. Wenn du so ein Abgrenzungsthema hast bei deinen Klienten, wie arbeitest du da? Wenn du also merkst, da sind Spannungen, du kommst in das Unternehmen und du merkst schon, da sind die nicht so kongruent. Ja, also ich gehe in solchen Situationen schon eher in Einzelgespräche, um einfach zu schauen, und auch den betreffenden Personen die Möglichkeit zu geben, auch ganz offen was zu sagen. Also du hast ja ganz richtig auch angesprochen, gerade bei den Nachfolgern, da ist ein Riesenanteil der Loyalität dem Unternehmen und der Familie gegenüber. Und es ist tatsächlich so, manche trauen sich dann gar nicht zu sagen, Mensch, ich will das vielleicht gar nicht. Oder ich möchte zwar in diesem Unternehmen arbeiten, aber gar nicht unbedingt in einer Führungsposition. Mhm. Und das ist schon was, das müssen die lernen. Da gibt es ja auch tolle, tolle Methoden tatsächlich. Also so ein Tauschen und Doppeln zum Beispiel funktioniert da ja sehr gut, weil sie dann auch feststellen manchmal, dass sie vielleicht eigentlich mit der Beobachtung, dass sie für eine Führungsrolle gar nicht so gemacht sind, auch gar nicht so alleine dastehen, zum Beispiel. Mhm. Und im Idealfall hat man ja nicht nur einen Nachfolger, sondern vielleicht mehrere, also Kinder, und dass sich das dann fast so von alleine lösen kann. Aber an der Stelle muss ich tatsächlich sagen, macht es Sinn, erstmal in Einzelgespräche zu gehen, um dann abzuklopfen, was sind eigentlich die Erwartungen, ne? Und wo sind auch die persönlichen Grenzen, was man sich zutraut. Das ist, das ist ganz wichtig, weil von dem Unternehmen, also das Unternehmen hat da ja auch nichts von, wenn dann einer das übernimmt und dann aber weder von den Fähigkeiten noch von den persönlichen Kompetenzen in der Lage ist, diese Rolle tatsächlich zu erfüllen. Mhm. Das, was ich auch feststelle, ist ja in diesem Generationswechsel, wir sprechen ja meistens über die zwei Parteien, also die abgebende Generation und die nachfolgende Generation. Häufig hat man in den Betrieben ja auch noch einen Mitarbeiterstamm, der gar nicht zur Familie gehört.
Und der muss dabei auch berücksichtigt werden. Also gerade wenn man jetzt in so handwerkliche Betriebe schaut zum Beispiel, da sind vielleicht Menschen, die haben mit 16, 17 da die Ausbildung gemacht, haben dann da 30, 35, 40 Jahre gearbeitet, sich hochgearbeitet unter einem bestimmten Führungsstil, mit einer bestimmten Strategie, einer unternehmerischen Strategie. So, und dann kommt plötzlich der Junior rein und der möchte dann alles ganz anders machen. Also das ist ja nicht nur zwischen den Generationen selber ein Thema, sondern auch die Mitarbeiter. Und die werden dann häufig auch vergessen, tatsächlich. Genau, aber also um deine Frage zu beantworten, auf jeden Fall erstmal in Einzelgespräche gehen und dann zu schauen, was sind eigentlich die Wünsche und Vorstellungen, um dann im Nachhinein zu schauen in einem gemeinsamen Gespräch, wie können wir das jetzt vereinen. Mhm. Genau, du hattest vorhin das Thema Tauschen, Doppeln erwähnt, da vielleicht nur für unsere Hörer, die jetzt denken, was ist das denn? Also das ist ein Coaching-Tool, wo quasi in diesem geschützten Coaching-Rahmen vom Coach moderiert ein imaginärer Dialog ermöglicht wird dem Gegenüber, ne, also von Klienten und dem Gegenüber, dem er was sagen möchte, der aber nicht direkt vor Ort ist, sondern es ist wirklich ein imaginärer Dialog, wo man aber für sich schon mal gucken kann, worum geht's mir eigentlich? Kann ich neue Perspektiven gewinnen, etc. Ja. Du hast ein wichtiges Stichwort auch angesprochen. Es sind ja vielleicht auch mehrere Kinder da. Mhm. Und wir wissen ja, egal wie alt wir sind, ein Teil von uns bleibt immer Kind. Und gerade auch so unter Geschwistern. Und auch da bleiben wir zum Teil immer Kind. Sind ja Themen wie Eifersucht, die Angst, unfair behandelt zu werden, weniger geliebt zu werden. Das sind ja dann doch auch häufig Themen, die man ja durchaus auch bei einer Rollenverteilung im Unternehmen immer mal wieder sieht. Würdest du sagen, Luise, dass du sagst, ja, Einzelgespräche sind ganz wichtig, bin ich vollkommen bei dir und irgendwann muss man die Leute ja dann doch wieder an einen Tisch bringen. Genau. Würdest du sagen, dass du dann auch eine Rolle hast, manchmal die so in Richtung Mediation geht, also verschiedene Positionen in Einklang bringen, nach Möglichkeit eine Win-Win-Situation herbeiführen? Unbedingt, unbedingt. Also gerade wenn man wenn einfach die unterschiedlichen Wünsche, Bedürfnisse und Vorstellungen so aufeinanderprallen, da kommt man ganz schnell in diese Konfliktsituation. Und die muss man natürlich sehr ernst nehmen. Ne? Also alles, was dann einfach so verschlossen zur Seite gepackt wird, das geht ja dann nicht weg. Das brodelt ja unter der Oberfläche immer weiter. Es formen sich ja auch innerhalb einer Familie Allianzen. Und das ist natürlich, wenn man dann in einem Meeting sitzt mit allen und man merkt ja dann häufig auch schon, okay, da ist jetzt einer, der hält sich jetzt gerade wirklich ein bisschen zurück und dann geht er raus und setzt sich dann mit irgendwie Mutter, Schwester, Vater, wer dann auch die Allianz ist, zusammen und dann geht das dann los, ne? Und dann kommt das erst raus. Und das Wichtige ist ja tatsächlich, dass das wirklich auch auf den Tisch kommt, weil nur dann kann man es ja klären und im Idealfall eine Win-Win-Situation finden. Bei uns war es tatsächlich so, also meine jüngere Schwester war auch bei uns im Familienunternehmen und wir hatten die Rollenaufteilung für uns, das hat sich so recht natürlich ergeben, aber die Zusammenarbeit war total super, weil wir uns so gut kannten, dass wir uns fast auch blind und ohne Worte verstanden haben. Und das muss ich sagen, war in dem Fall hat sich das halt super ergeben. Aber das ist nicht immer so, das ist richtig. Ich wollte gerade sagen, ihr kanntet euch gut und offensichtlich mögt ihr euch auch. Ja. Also das ist ja dann auch nochmal ein wichtiges Thema. Du hast ja auch gerade schon anklingen lassen, oder das wurde hier gut deutlich, es kann natürlich auch emotional, gerade in Familien, ne, kann es ja hoch hergehen, weil man eben sich einerseits gut kennt, man hat aber vielleicht auch Verletzungen, die man so aus der Kindheit noch so mit sich rumschleppt, die man vielleicht nicht so wirklich aufgearbeitet hat, vielleicht auch in der eigenen Fantasie überdramatisiert hat, etc. Und dafür sind wir Menschen und eben keine Roboter. Und das passiert uns einfach, das gibt es in jeder Familie, wenn dann auch ein Unternehmen dranhängt, was ja nach Möglichkeit auch profitabel wirtschaften soll und auch Mitarbeiter impliziert, etc., dann ist es natürlich ein
ein besonderes Spannungsfeld. Ja. Ich kann mir vorstellen, dass du hast es ja auch gesagt, wenn du dann reinkommst und du spürst schon, ja, da sind vielleicht Spannungen, die beiden sitzen besonders eng zusammen, die beiden gehen auf Abstand. Also man hat das ja schon systemisch relativ schnell im Blick. Wie die so zueinander sitzen auch. Genau. Und man spürt ja auch, wie viel emotionale Spannung da gegebenenfalls in der Luft liegt. Gerade so im Business-Kontext ist es ja schon auch immer wichtig, einerseits klar Emotionen ernst zu nehmen, aber natürlich trotzdem auch die Sachlichkeit zu behalten, um zu gucken, wie kriegen wir das erfolgreich gelöst, auch um des Unternehmens willen. Wie gelingt es dir, gerade wenn du merkst, okay, da ist emotional vielleicht einiges im Argen, wie gelingt es dir, das einerseits zu würdigen und auf der anderen Seite aber trotzdem eine konstruktive, sachliche Ebene auch herzustellen, um des Unternehmens willen? Ja, also zunächst mal muss ich sagen, finde ich Emotionen ja sehr gut, ne? Also ich habe da auch tatsächlich keine Angst vor. Ich habe auch keine Angst vor Tränen. Das kommt durchaus auch vor. Ich denke, starke Emotionen bedeutet ja auch, dass es der Person etwas wert ist, ne? Also wenn es einem irgendwie egal wäre, dann würde man da ja häufig gar nicht so stark darauf reagieren. Ich sehe das schon so, dass wenn man jetzt in einen Raum kommt und da ist einer, der kontinuierlich nur wütend rumschreit, dann ist das für mich eigentlich erst recht eine Bestätigung, dass da eine Unterstützung benötigt wird tatsächlich, weil die Person es vielleicht dann in dem Moment auch gar nicht mehr anders weiß, ne? Und vielleicht auch gar nicht anders gelernt hat tatsächlich, als wenn man jetzt nochmal ein Stück zurück in die vielleicht auch gar nicht anders gelernt hat, diese Emotionen dann auszudrücken. Ich finde, das ist wichtig, dass man diese Emotionen ernst nimmt und würdigt. Das, was ich am schwierigsten finde, ist, dass jeder im Raum das auch ernst nimmt. Das ist, glaube ich, das, was am schwierigsten ist. Und das nicht gerade jetzt zwischen den Generationen. Emotionen oder Gefühle so ein bisschen bagatellisiert werden. Ne? So, komm, ne, stell ich mich so an. Das finde ich schon schwierig. Wenn das jetzt mal richtig knallt, manchmal muss man auch sagen, okay, ne, wir machen jetzt mal eine halbe Stunde Pause. Jeder geht bitte einmal durchatmen. Und dann setzen wir uns wieder zusammen und schaffen dann da einfach wieder ein bisschen Ruhe und Struktur rein. Das ist unheimlich wichtig. Also dass und ich glaube, das ist auch mit einer, also du hattest ja schon angesprochen, so ein bisschen die Rolle des Moderators oder Mediators, dann aus diesen Gefühlen rauszuziehen, was sind denn jetzt eigentlich die Punkte, die wir tatsächlich bearbeiten müssen, damit es für alle besser ist. Und auch da haben ja die unterschiedlichen Parteien häufig unterschiedliche Meinungen zu. Also das ist häufig nicht ganz einfach, dann zu gucken und erstmal alle auf einen Nenner zu bringen. So, was sind denn die drei wichtigsten Sachen, die wir jetzt erstmal bearbeiten? Man kann ja auch nicht alles auf einmal machen, ne? Also das kommt Nee. auch dazu. Struktur hast du ja gerade angesprochen. Genau. Das kann ich bestätigen, auch aus den vielen Team-Coachings, die ich Ja. mache, was ja auch ein soziales System ist. Und ein Team ruft in der Regel keinen Coach, wenn es super läuft, ne, Genau. sondern wenn es irgendeinen Schmerzpunkt gibt. Ja. Und das erlebe ich auch immer wieder, dass es unheimlich wichtig ist. Und da sind wir als Coaches in unserer Rolle natürlich auch gefragt, von vornherein Struktur zu schaffen und Ja. auch in Zusammenarbeit mit dem Team dann natürlich, aber wirklich auch zu sagen, das sind die Parameter, auch die Etikette, mit der wir hier zusammenarbeiten wollen, um zumindest ein bisschen zu verhindern, dass es von vornherein gegebenenfalls explodiert. Und da ja, sind wir als Coaches natürlich besonders in der Verantwortung, das so sicherzustellen wie möglich, sage ich mal, um da Ja. die nötige Klarheit zu schaffen. Und ich kann mir vorstellen, dass das gerade in Familienunternehmen Coachings nochmal besonders wichtig ist und auch ganz klar herauszustellen, was soll dieses Treffen jetzt oder dieser Prozess, was soll der eigentlich bewirken? Also was ist der Mehrwert, der daraus entstehen soll und was sind so die Meilensteine, die wir passieren, um da letztendlich dann auch hinzukommen? Ja. Das Paradoxe daran ist ja,
obwohl es häufig so viel Streitigkeiten gibt und unterschiedliche Meinungen, das Grundziel ist eigentlich für alle gleich. Und das ist ja ein erfolgreiches Familienunternehmen. Also es ist halt nur, dass die Meinungen häufig so weit auseinandergehen, wie das dann am besten zu machen ist und wer in welcher Rolle am besten besetzt ist. Mhm. Aber das Wichtigste ist natürlich schon, dass das Endziel, da sind sich die Familien in den meisten Fällen einig, ist, wir wollen hier was Erfolgreiches haben und das langfristig aufbauen. Mhm. Genau. Wenn ich jetzt mal so in die Praxis gehe, vermutlich ist es so, du wirst kontaktiert, vermutlich von dem Geschäftsführer oder der Geschäftsführerin. Tatsächlich eher die Nachfolger. Ah, okay. Also es ist, ich habe da auch lange drüber nachgedacht, woran das liegt. Mhm. Habe auch mit einem Freund gesprochen, der selber Teil eines Familienunternehmens ist, die momentan keinen Coach an Bord haben. Aber ich habe ihn gefragt, was meinst du, wenn ihr jetzt entscheiden würdet, ihr würdet einen Coach dazu rufen, wer wäre wohl derjenige, der diesen Vorschlag bringt? Und es war einer der Nachfolger. Also ich habe lange überlegt, woran das liegt, ob das vielleicht auch so eine Art Betriebsblindheit ist, die man dann einfach, wenn man das schon über Jahrzehnte macht und ja dann auch erfolgreich macht und für sich ja auch bestätigt hat, ich kann das hier. Mhm. Ob es daran liegt oder ob es vielleicht auch, also das Reinrufen eines Coaches ist ja was ein relativ neues Phänomen ist. Also das vor 25 Jahren gab es das ja so in dem Fall noch gar nicht so, wie wir das jetzt als Coaches verstehen. Da gab es vielleicht Unternehmensberater, aber jemand, der dann auch so eine psychologische Beratung macht, das glaube ich ist relativ neu. Ja, und es geht ja auch nicht darum, jetzt einen Berater Lösungen zu liefern. Im Coaching geht es ja darum, zu unterstützen, dass die eigenen Lösungen entwickelt werden. Und zwar von denen, die die Lösungen auch brauchen. Und wir stehen ja da eher so als Pairingspartner zur Verfügung und müssen es sozusagen aushalten, wenn die Lösungen für sich finden, die wir total blöd finden, aber die für die passen. Und insofern sind wir keine Berater, sondern wir sind ja da tatsächlich Prozessbegleiter und geben keine Richtung vor jetzt wie ein Berater, sondern gehen mit in den Prozess rein und unterstützen sozusagen auf dem Weg. Was würdest du denn sagen, Luise, ist so dein übergeordnetes Ziel, wenn du als Coach in ein Unternehmen gehst, mal so in einem Satz vielleicht, also was ist in Anführungsstrichen jetzt dein Mehrwert? Okay, in einem Satz, ich fürchte, zwei sind okay. Total idealistisch an der Stelle. in ein oder zwei Sätzen. Ich möchte durch meine Impulse und durch die Zusammenarbeit mit den Familien eine starke Basis schaffen oder wiedererlangen. Die gab es ja vielleicht auch schon mal wiedererlangen, um eine langjährige und erfolgreiche Entwicklung über Generationen hinweg zu ermöglichen. Das ist so das Übergeordnete. Ich weiß, das ist idealistisch vielleicht, aber das ist das, was mich antreibt, ja. Ja, aber finde ich einen total schönen Satz tatsächlich, auch dieses Bild von der starken Basis. Mhm. Und eine starke Basis entsteht ja in der Regel auch dadurch, dass man gemeinsam konstruktiv miteinander arbeitet und nicht gemeinsam jeder so... Gemeinsam ist da das wichtige Wort. Genau, nicht jeder so sein eigenes Süppchen kocht oder gegebenenfalls dem anderen noch in die Suppe spuckt, was natürlich passieren kann, gerade wenn man emotional da eben sich auch eher bekriegt, als jetzt zusammenarbeitet. So vom Ablauf her, ich hatte ja gemutmaßt, dass ich eher die Geschäftsführer anrufen, dann hast du gesagt, nee, es sind eher die Nachfolger tatsächlich. Angenommen, es wäre jetzt unbegrenzt Budget zur Verfügung für ein Coaching, was natürlich auch nicht immer so ist, ne? Ganz im Gegenteil. Ja, aber wir tun einfach mal so, als ob. Der ideale Ablauf, wäre der dann bei dir auch so, dass du gegebenenfalls mit demjenigen, der dich beauftragt hat, erstmal ein Gespräch führst, um dir so ein Bild von der grundsätzlichen Lage zu machen und dann in Einzelgespräche gehst, um dir ein Bild natürlich individuell zu machen und dann alle an einen Tisch bringst, also sprich so ein Dreier-Schritt? Oder was wäre so
dein Prozedere, wo du sagst, vielleicht auch aus deiner eigenen Erfahrung heraus als Mitglied eines Familienunternehmens, das ist so das Prozedere, was Unternehmen in ihrer Struktur am besten abholt. Ja. Klar, also die Person, die mich anspricht und dann in dem Fall ja eigentlich, egal ob jetzt Nachfolger oder die abgebende Generation, oder vielleicht geht es ja auch gar nicht um Generationswechsel. Zunächst mal ist natürlich die Person mein erster Ansprechpartner, um rauszufinden, worum geht es überhaupt. Ne? Also den Auftrag so ein bisschen definieren. Und dann, bevor ich in Einzelgespräche gehe, hole ich aber tatsächlich erstmal alle an einen Tisch. Das Schwierige in Familienunternehmen ist ja, also wir bewegen uns ja eigentlich in einem Business-Coaching-Setting. Aber diese Familien haben ja, wie andere Familien auch vielleicht Familiengeheimnisse, die dann gewahrt werden wollen, die vielleicht nicht nach außen getragen werden sollen. Ich weiß nicht, Burnout-Syndrome, Beziehungskonflikte, alles, was da so reinspielt. Und nach außen hin treten diese Familienunternehmen ja häufig als so eine Einheit auf, während hinter der Fassade ja es häufig so ein bisschen brodelt. Ne? Deswegen ist mir das eigentlich tatsächlich sehr wichtig, dass ich einmal alle am Tisch habe, um zu schauen, sind sich denn auch alle einig, dass sie diesen Schritt gehen wollen? Weil sonst mache ich praktisch ein Coaching mit einer Einzelperson. Wir gucken, in was für einem Setting diese Person sich befindet und was diese Person für sich verändern möchte, um dann vielleicht mit der Umgebung oder dem System besser klarzukommen. Aber wenn wir wirklich mit der gesamten Familie als System in diesem Familienunternehmen arbeiten, dann ist mir das schon wichtig, dass wir, bevor wir in Einzelgespräche gehen, einmal alle an einen Tisch holen und sagen, okay, wollen wir das jetzt wirklich angehen? Und wenn sich da alle einig sind, dann geht das weiter. Und dann schaue ich auch tatsächlich erst in Einzelgespräche, um zu erörtern, ja, wie denn die Thematik tatsächlich von allen gesehen wird. Und dann wieder alle an einen Tisch und von da aus dann weiter. Genau. Ja, also das kann ich gut nachvollziehen. Finde ich auch einen guten Ansatz, tatsächlich erstmal sich auch ein Gespür von dem System zu verschaffen, Ja, das vermutlich. ist ganz wichtig. Also klar, es ist natürlich in allen Gesprächen mit Klienten ist der Rapport ja eine grundlegende Basis, dass das Gespräch funktionieren kann. In einem Familienunternehmen ist es einfach gerade im Business Coaching, wo was ja doch noch ein bisschen anders ist als jetzt ein privates Coaching, hat man plötzlich eine ganz private, intime Gruppe in einem Business Setting. Und ja, man muss wirklich gucken, dass man ein ehrliches, ein offenes Vertrauen aufbaut, wo sich dann auch alle wohlfühlen, sich zu öffnen. Ne? Ja, das ist auf jeden Fall die Basis. Ne? Da sind wir jetzt wieder so ein bisschen am Anfang des Gespräches in diesem Spannungsfeld. Familie, Business kann super laufen oder manchmal auch nicht. Und dann bist du Gott sei Dank da. Zum Abschluss nochmal. Wie gesagt, du kommst selber aus dem Familienunternehmen. Wenn du jetzt allen Unternehmen da draußen, die Familien geführt sind, drei Tipps aus deiner Erfahrung zurufst, was sie auf jeden Fall beherzigen sollten, damit das dauerhaft möglichst gut läuft. Ja. Welche drei Tipps wären das? Ja, ganz klar, holt euch einen Coach. Auf jeden Fall. Tipp 1 wäre, definiert die Rollen. Definiert die Rollen, auch wenn es ein kleines Unternehmen ist, versucht die Rollen zu definieren, sodass jeder weiß, was eigentlich die Aufgabe ist. Das ist, glaube ich, ganz wichtig. Trennt bewusst Familienzeit von beruflicher Zeit. Gerade auch da wieder obwohl da macht es, glaube ich, keinen Unterschied, ob groß oder klein Unternehmen. Wenn man sich am Wochenende sieht, weil man gerne zusammen frühstücken möchte oder jemand Geburtstag hat oder man auch mal einen Wochenend-Familienurlaub macht oder so, dann lasst das die Familienzeit sein und stellt alles andere einmal hinten an, so schwer das auch ist, das auf jeden Fall. Und sprecht ganz viel miteinander und ehrlich und offen. Und
Das muss auch ein bisschen geübt werden, das sehe ich auch. Aber die Kommunikation, die offene, ehrliche Kommunikation, auch wenn dann was ist, was einem vielleicht nicht so gut passt, dass man es eher sofort sagt und nicht erst 6 Monate ins Land streichen lässt. Aber Kommunikation, ehrliche, offene Kommunikation wäre das. Ja, ich danke dir. Ich glaube, du hast uns jetzt wirklich gute Einblicke gegeben, was jetzt auch nochmal das Besondere ist beim Coaching in Familienunternehmen, beziehungsweise was jetzt auch so diese Konstellation und dieses Spannungsfeld angeht. Ja. Insofern, Luise, ganz lieben Dank. Das war ein schöner Podcast-Auftakt in das neue Jahr. Ich freue mich total, dass du da sein durfte. Sehr, sehr gerne. Gerne auch nochmal in Zukunft. Ja. Deine ganzen Daten verlinke ich natürlich, dass dich alle die, die jetzt sagen, oh ja, ich arbeite ja auch in einem Familienunternehmen oder übernehme demnächst eins oder so, die dich kontaktieren wollen, werden natürlich die Kontaktdaten auf meiner Homepage, wo ich den Beitrag online stelle, natürlich auch sehen. Auf YouTube verlinke ich dich aber auch nochmal. Insofern, du wirst gut gefunden werden für alle die, die das jetzt spannend finden. Und ich sage dir einfach nur nochmal Danke für dieses schöne Gespräch. Und freue mich demnächst auf eine Fortsetzung. Absolut, immer gerne machen wir das. Bis bald. Danke, bis dann. Tschüss.